Ich habe gehört, heute soll es gruselig werden hier in Spyro Season of Flame, denn wir betreten die Geisterberge. Oh mein Gott, das ist schon ein sehr provokanter Titel. Da sollte man aufpassen, dass man nicht, keine Ahnung, erschreckt wird. Es ist ja so, dass ja auch bald Halloween ist, ne? Es ist ja nur noch ein Monat hin. Und da ist es schon sehr passend, ne? Bei einem Abstand von einem Monat ein Geisterlevel zu betreten, sowas willst du denn? Schwatzi. Oh weh, armer Jorik. Hey Spyro, hilfst du mir bei der Suche nach meinem Kumpel Jorik? Er ist ziemlich klein, aber ziemlich geschwätzig und du erkennst ihn sicher, wenn du ihn siehst. Bei den ganzen Rhinoxen mache ich mir immer sehr viele Sorgen um ihn. Oh mein Gott, ein Bettlaken. Oh weh, armer Jorik. Jetzt mach doch endlich hin, Spyro. Ja, gut, ich nehme die Befehle eines Bettlakens immer gerne an, ne? Es versteht sich von selbst. Oh. Ja, gerade noch so entwischt. Aber die armen Rhinoxe hier in dem Level, die sind nicht daran schuld, dass ich gerade gestorben bin. Das sind sie definitiv nicht. Wir müssen auf unsere Leben aufpassen, ey. Ganz im Ernst, wenn wir so oft sterben, dann ist auch die Chance ganz hoch, dass wir irgendwann Game Over gehen. Wer hätte es gedacht? Und das will ich im besten Fall natürlich nicht. Ach, die Mucke. Die Mucke in dem Level ist gut. Finde ich richtig gut so. Für die GBA-Verhältnisse. Und so als Geisterlevel. Ja, doch. Ich hatte ja sogar auch schon mal vor, so ein, ja, kommst du raus? So, die Mucke aus diesem Level mal so zu importieren. In eine N64-Datei. Also, dass ich das so mache, dass ich erstmal, also, dass ich das für mein Geisterlevel in Super Mario 65 Hack benutze. Welcher ja eigentlich jetzt, gecancelt ist. Der Hack, für die Leute, die es immer noch nicht wissen. SM64-Hack gecancelt. Das war auch eher so eine fortschreitende Entwicklung dazu, aber die Mucke ist echt gut und die hätte ich auch gerne genutzt dafür. Nur das Ding ist, ich habe auf der Seite, wo man MIDIs runterladen kann, also MIDI-Version von Videospielmusiken, da habe ich diesen Soundtrack nicht gefunden. Stattdessen aber von der Himmelsprärie den Soundtrack. Den wollte ich eigentlich auch für die dritte Oberwelt nutzen, aber gut, ja. Sind wir mal nicht so. Ich meine, dritte Oberwelt hätte es eh nie gegeben, weil ich bin einfach zu faul, was das angeht, denke ich mal. Was jetzt das Super Mario 65 Hacken angeht. Da hätte ich jetzt... Es ist zu beschränkt, sage ich einfach so. Ich glaube, das ist einfach der Grund, warum. Und weil es sowieso schon andere Hacks gibt, die jetzt doch eher noch viel Besseres zeigen. Nochmal 10-mal besser sind. Von daher... Warum sich da die Mühe machen, ne? Ist zwar schön, also das, was ich jetzt gemacht habe, was ich an Leveln bereithalte, ist natürlich jetzt sehr schön, aber es ist halt echt nicht mehr dieser Standard, den man gewohnt ist von Super Mario 65. Und ich finde auch allgemein, dass die Limits an beispielsweise Polygon einfach zu niedrig gesetzt sind, also... Aber das ist ja normal für den Nintendo 64. So! Okay, hier haben wir schon mal die Truhe. Ja, als nächstes, habe ich noch irgendwas zur Musik zu sagen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich habe was zur Musik gesagt, aber da wollte ich noch was sagen. Hier, gerade an der Stelle. Okay, interessant. Der ganze Glibber hier oder die ganze grüne Grütze auf dem Boden. Wir dürfen natürlich nicht in die grüne Grütze fallen, die sich da unten befindet. Ist das denn rutschig? Nee, das ist nicht rutschig, okay? Ich habe das nämlich so in Erinnerung, dass das hier rutschig war. Dass mich das komplett aus dem... aus dem Takt gebracht hat, obwohl das gar nicht so der Fall ist. Das ist echt komisch. So, wir wollen erstmal hier in das Gebäude, das ist schon mal dann... Dann haben wir das schon mal abgehakt. So, unsere erste Feuerfliege. Oder ist es schon die zweite? Du hast Kohle gefangen. Ja, warum man auch immer so eine Feuerfliege Kohle nennt. Also man merkt echt, dass ihnen die Namen ausgehen. Statt irgendwie mal so... Ja, keine Ahnung, menschliche Namen zu nehmen. Ja, Kohle, meinetwegen. Beim nächsten Mal irgendwie, was weiß ich, Eisen... Oder andere... Zisch. Okay, beim nächsten Mal ist es halt Zisch, ja. Vor allem ist sie direkt hier drüber. Ist das nicht ein bisschen Verschwendung an Feuerfliegen? Stirb! Niemand mag Rhinoxe. Und es wurde auch im letzten Part, glaube ich, erwähnt... Ne, im vorletzten Part. Das ist ja, der letzte Part war ja etwas kürzer. Da wurde auch erwähnt, dass Spyro... Dass nicht Spyro, sondern das Ripto... sich mit den Rhinoxen verbündet hat. Also es ist nicht so, dass die Entwickler jetzt nicht gedacht haben, ey, Ripto ist Herrscher der Rhinoxe, obwohl er Herrscher der Ripdox ist. Nee, er hat sich ihnen, also sie haben sich ihnen angeschlossen. Er ist jetzt der Leader.
Er ist jetzt der, ja, der Oberboss. Er hat die Aktienkurse übernommen. er hat 50% der Aktien aufgekauft. Und beherrscht somit die Firma Rhinox GmbH. Du hast Rot gefangen. Wobei Rot ja eigentlich keine Feuerfliege war. Aber das Spiel kommt... Wann kam das Spiel überhaupt raus? Das Spiel müsste doch eigentlich noch vor A Hero's Tale rauskommen, ne? Oder wäre vor A Hero's Tale rausgekommen. Ich will jetzt erstmal gucken, wie die Karte aussieht. Weil ich finde mich jetzt schon nicht mehr richtig zurecht. Da habe ich noch den ganzen Teil nicht gesehen. Okay, da war eine Sackgasse. Den möchte ich erstmal unter die Lupe nehmen, die Sackgasse. Ungefähr hier. Ja, genau. Am besten auch nicht in die Lava fallen. In die Lava. In die grüne Grütze. Das ist eine Alliteration. Das kann man sich gut merken. Grüne Grütze, grüne Grütze. Ja, das ist einprägsam. Ich fliege mal lieber nicht über den Zaun. Wer weiß, wie die Kollisionsverhältnisse da sind. Das habe ich nämlich schon mal irgendwie so... Ja, ich habe so in Erinnerung, dass das schon ziemlich böse ausgehen kann. So, hier waren wir ja eben. Oh, und da ist noch eine weitere Feuerfliege. Okay. Nee, aber ich wollte gerade irgendwas noch sagen. Du hast Knusper gefangen. Achso, ja, wegen A Hero's Tale. Es kann durchaus sein, dass dieses Spiel vielleicht zeitgleich mit A Hero's Tale rauskam. Das wäre interessant. Hier gibt es das Minispiel. Ich werde aber erstmal die normalen Objekte finden. Und anzünden vor allem. Die Hexe! Verbrennt sie! Ja, gut. Das ist ein bisschen schnell gegangen. So, komm mal her. Zack. Anzünden. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier haben wir auch noch... Ah, guck mal, da haben wir unsere Feuerfliege. Geht ja alles sehr schnell von der Hand. Seitdem ich... Du hast Emmeline gefangen. Ja, okay, ich glaube, das kam schon zeitlich raus. Zeitgleich. Spyro Hero's Tale und Spyro Season of Flame. Weil, dass man jetzt zwei Namen aus Spyro Hero's Tale nutzt, das ist ja wahrscheinlich kein Zufall, oder? Hat sich wahrscheinlich nicht so einfach ergeben. So. Was ist hier? Ist da eine Lücke? Das ist definitiv... Ach, guck mal, ich muss da nochmal hoch, oder? Ja. Machen wir das nochmal. Ist ja gar nicht mal so schwer, hier hochzukommen. Wir müssen nicht mal so einen Umweg gehen. Aber ich hätte auch gern die zwei Leben. Da bin ich ganz ehrlich, ich springe da nochmal hin. Das Ding ist halt, seitdem ich dieses Spiel nochmal neu spielen musste bis zu diesem einen Punkt, bin ich auch so mehr so in dieser Speedrun-Verfassung. Dass ich versuche hier das Spiel komplett schnell durchzuzocken und einfach nur schnell durchzukriegen. Weil der mal... Ich habe 7 Parts in einer Stunde komprimiert, ja? In einer Stunde. Oh, bist du Jorik? Hi, ein lila Drache, jetzt habe ich alles gesehen. Nicht, dass ein sprechender Schädel zu verachten wäre. Ach so, okay. Schön. Au. Oh, die Wand ist im Weg. Okay, wir haben alle Edelsteine, das ist eine tolle Sache. Wir sollten ihn jetzt wahrscheinlich zu seinem Geist zurückbringen. Zu seinem Geist. Ich denke mal, dass es nicht so gedacht war, dass es jetzt der Schädel und der Körper ist und das Bettlaken der Geist. Das ist ein bisschen komisch. So. Ich glaube, ich würde sogar den Schädel verlieren, wenn ich jetzt im Dingens wäre. Im Minispiel drin wäre. Macht er nicht eigentlich auch noch irgendwelche... Fängt er nicht auch noch irgendwie an zu labern, wenn ich irgendwie so lange stehen bleibe? Ich bleibe jetzt mal stehen. Ja, da fängt er an zu labern. Ich vermisse meinen Freund Schwätzi unheimlich. Als Schädel sieht man eben nicht so viel von der Welt. Ja, das glaube ich dir. Du hast deinen Körper gelassen. In der Gruft. Er ist einfach wegspaziert. Sprich nochmal. Hast du einen anderen Text? Meine Nase juckt. Kannst du sie für mich kratzen? Schließlich bin ich nur ein Schädel. Ja. Ja, tut mir leid. Kann man nichts machen. Ich, hab da nicht so die Intention für. Kannst du deinen Freund Schwätzi fragen, dein Bettlaken? Hey, Spyro, du hast ihn gefunden. Vielen Dank. Hier ist ein Glühwürmchen. Ich habe es unter einem Eckstein gefunden. Hoffentlich gefällt es dir. Hoppla, es ist weggeflutscht. Los, Jorik, ich trage dich, Huckepack. Hey, Huckepack. Jetzt freuen sie sich wieder. Ah, du hast Glutkessel gefangen. Auch perfekter Name. Ein perfekter Name. Fehlt nur noch das Minispiel, oder? Einmal den Atlas aufmachen. Genau, das Minispiel.
gibt's direkt mal 5% für. Dann schaue ich mir nochmal die Karte an. Man könnte die unteren 4 Punkte da unten, die noch nicht ausgefüllt sind, nochmal ausfüllen, indem man da hinfliegt und gleitet und im Grunde stirbt. Aber das ist halt echt nicht nötig, ne? Das tut nicht Not. Ist überhaupt nicht wichtig. So. Ach, ich habe auch so ein Minispiel in Erinnerung, wo man hier wirklich Jump-Run-Passagen durchspielen muss. Kann das sein, dass es das ist? Ich kann mich hier noch an einen... Ja, doch, das ist es. Das ist es definitiv. Frosty. Hey, Spyro, ich habe gehört, du suchst Feuerfliegen. Ich gebe dir eine, wenn du mein Hindernisrennen schaffst. Du musst das Ziel in weniger als einer Minute erreichen. Habt ihr das gesehen? Scheiße. War jetzt nicht dein Ernst, oder? Habt ihr das gesehen? Das war voll gruselig. Das Gesicht, das hat einfach die Farbe in... Das war plötzlich so invertiert, die Farbe. Und jetzt? Nach oben nicht, ne? Nein! Oh, nein! Fang doch nicht an zu rennen! Wir haben nicht so viel erlebt und ich starte wieder hier. Ah, das ist das Logischste. Ich glaube, das war einfach das Nervige an dem Level, an diesem Minispiel, dass ich wieder hinlaufen kann. Jetzt achtet mal auf sein Gesicht da unten im Text. Boah, das ist aber nicht so gewollt, oder? Ich müsste das mal nachschauen, ob das jetzt wirklich auch so... Ob das wirklich so ist in dem Spiel. Ob das jetzt nicht einfach nur so ein Bug ist oder so. So. Links drücken. Kann ich nämlich hier rüber fliegen. Immer kurz checken, wo man hinfliegen will. Ah, da. Noch ein Stück weiter. Boah, hau ab, du scheiß Hexe. Man könnte auch ein anderes Wort mit H sagen, aber das wäre an der Stelle nicht sehr familienfreundlich. Ist das das Ende? Okay. Dann war es doch eine sehr einfache Version. Geschafft, du solltest es nicht schaffen. Oh, jemand hat mein geliebtes Hindernisrennen gemeistert. Ich bin wohl nicht so toll, wie ich dachte. Naja, abgemacht ist abgemacht. Hier ist deine Feuerfliege, Spyro. Ich muss nochmal von Anfang anfangen. Von Anfang an anfangen. Von Anfang an anfangen, ja, okay. Ja, wenn du willst. Oder von neu anfangen. Das klingt ja immerhin besser. Und vor allem habe ich früher nicht dieses, die Möglichkeit mit der Kamerasicht beachtet. Ich glaube, ich wusste, dass ich die Kamera bewegen kann, aber ich wusste nicht, dass ich, oder mir ist es halt in dem Minispiel hier nicht aufgefallen. In dem Mini-Winispiel. Scheiße. So. Ah, schnapp dir alle Feuerfliegen, Spyro. Los, schnapp sie dir alle. Du hast Kerze gefangen. Ist ja wenigstens mal passend zum Level. Okay, wir haben alles. Wir können das Level demnach beenden. Wir können uns von den Bettlaken verabschieden, indem wir selbst erstmal sterben. Genau. Ich hätte einfach auf Pause und Beenden drücken können. Naja, es lief alles schlechter als erwartet. Also war ein kurzes Level. Ich bin jetzt einfach viel zu sehr auf diesen Speedrun-Modus drauf. Ich versuche das Level einfach viel zu schnell durchzukriegen. Oder allgemein das Spiel. Ich bin da einfach, ich habe noch 3 Leben. Ich muss mir das einfach mal vor Augen führen. Du darfst nicht so viele Fehler machen. Nicht so schnell sein. Sei nicht dumm. Nimm dir die Zeit, nicht das Leben. So, das ist einfach das Motto. Das Motto für die nächsten Parts. Nimm dir die Zeit, nicht das Leben. So. Das ist eigentlich prinzipiell immer so das Motto, dass, nachdem man nicht unbedingt, oder das, nachdem man agieren sollte. So, betreten wir mal die Bonbonstraße. Bonbonstraße. Bonbon. Klingt ja schon mal sehr lecker. Und ich meine auch, das wäre ein ja, recht gutes Level gewesen. Was mich aber früher schon sehr frustriert hat. So, kleine Bäckergnome. Bert. Psst, Spyro, wir müssen leise sprechen, sonst kriegen mich diese Rhinoxe garantiert. Wir wollen sie verjagen, aber sie haben uns alle gefangen genommen und gefesselt. Nun bin ich entkommen. Oder nur ich bin entkommen. Du musst uns helfen. Oh, ich muss leiser sein. Mit deiner piepsigen Stimme ist es sowieso... Du sprichst auf einer Frequenz, die für Rhinoxe nicht hörbar ist. Also mach dir keine Gedanken. So. Einmal hier aufschlagen, bitte. Achso, der spricht nicht mit uns. Ich habe jetzt eigentlich mit einem Dialog
gerechnet, aber nö. Die sind nicht sehr gesprächig. Und hier können wir erstmal schöne Törtchen auspusten. Stimmt, da gab's ja die Vollidioten. Die so aussehen, als wären sie vom Rummelplatz. So kleine Kinder auf dem Rummelplatz mit diesen, mit diesen Propellerhelmen. Mit diesen Kappen, wo so ein Propeller drauf ist. Ach. Wo man sich einfach nur so denkt, oder am besten noch so mit so einer Brille. Mit so einer kreisrunden, komischen Brille. So eine, ja, nicht Fliegerbrille, aber so eine ganz, ja, keine Ahnung. Ah, die haben keine Fliegerbrillen. Ah, die sehen halt echt fett aus, ne? Nehmt mal ab, Jungs oder Leute. Oder Rhinoxe. Die reden immer noch nicht mit mir. Soll ich mir merken? Wir gucken mal wieder auf die Karte. Ah, okay, wir sind unten durch. Ich bin unten drunter. Die werfen auch mit Frisbees, oder? Oder sind das Pizzen oder was auch immer? Scheiße, aber die können richtig gut comboen. Da will ich gar nicht erst verstrickt sein. Ah, jetzt scheint wieder wundervoll die Sonne auf das Bild. Das ist gerade vielleicht nicht ganz so richtig gut. Du hast Zwielicht gefangen in dem Süßigkeiten-Level, obwohl es eigentlich viel besser zum Geister-Level zum letzten Level passen würde. Keine Ahnung warum, aber hey, die Entwickler wollten es so. Hier müssen wir vor den Schleim aufpassen, die diese Möchtegern-Nitrus-Briusse so projizieren oder produzieren. Das ist schon so ein bisschen wie Nitrus Brio, ne? Nur, dass die nicht zu Hulk werden. War hier nicht gerade noch einer der Frisbees geworfen? Die hauen ab. Du hast Sternchen gefangen. Und das Minispiel in dem Level war auch ziemlich kacke. Ich erinnere mich dran. Weil das Minispiel... War jetzt gerade im Boden drin? Nee, okay, das war optische Täuschung. Das Minispiel war ziemlich gemein. Das war so ein, ich glaube, so ein Defense-Spiel. Wo man versuchen muss... Ja, halt etwas zu beschützen. War das nicht sogar eine Torte oder so? Das ja, kann sein. So. Du bist auch frei, du redest auch nicht mit mir. Vielleicht der Letzte. Und vor allem bräuchte ich mal einen Hasen, den richtigen Schokohasen. Die sind nämlich so gesund, dass man sich direkt dran voll heilen kann. Oh. Aber die treffen ja wenigstens gut, ne? Das muss man denen ja schon lassen. Haben wir hier noch Hasen? Da. Mitnehmen. Schön auf den Grill schmeißen. Vor allem, wenn er aus Schokolade ist. Erstmal auf den Grill schmeißen, dann schmilzt er und da oben war noch ein Törtchen. Zack. Ja, das Setting ist schon sehr schön. Boah, sieht das lecker aus. Vor allem, wenn man sich die Seiten dieser Wände hier anschaut, dieser Berge, dann sieht das alles so nach, so schokoladig aus. Nach schokoladig sieht das aus. Hier ist das Minispiel, ich will es nicht betreten. Oh, und wir sind eigentlich schon wieder in Überlänge, ne? Also nachdem der letzte Part ein bisschen länger war, müssen wir jetzt auch, nachdem der letzte Part kürzer war. Jetzt ist nämlich der längere Part. Es gleicht sich so ein bisschen aus. Und wir sehen uns im nächsten Part von Spyro Season of Flame, nicht Eis. Tschüss und bye bye.